Annie und Christy sind so unterschiedlich. Das ist Annie und sie hat eine Menge Geld, obwohl sie überhaupt keine Freunde hat. Reichtum ist keine Garantie für Beliebtheit. Und das ist Christy. Sie ist ständig pleite. Aber sie ist trotzdem die beliebteste Schülerin. Was wird gewinnen? Beliebtheit oder Reichtum? Coach Martin weiß, wie man es schafft, dass sich die Feinde vertragen. Ihr wohnt jetzt zusammen. Was? Das geht zu weit. Aber ihr solltet auf den Coach hören. Annie und Christy werden zusammen wohnen. Geh schon. Konnte der Coach nicht ein besseres Zimmer finden? Gibt es hier ein Dienstmädchen? So kann ich nicht leben. Wir müssen dieses Zimmer umgestalten. Lass uns anfangen. Annie und Christy haben ihre eigenen Dekosachen. Wow, es ist ganz gut geworden. Und jeder hat sein eigenes Gebiet. Geh zurück zu deinem Bereich. Du stinkst. Hör auf, Annie. Du wirst mir nicht die Laune verderben. Oh, das wird eine harte Challenge werden. Das Training ist so anstrengend. Aber Cheerleader sollten immer in Form sein. Oh, du bist noch hier? Der Coach will dich sehen. Danke, Annie. Mhm. Bin gleich wieder da. Geh nur. Du magst doch Honig, stimmt's? Annie hat deinen Honigstreich parat. Arme Cheerleader haben hier nichts zu suchen. Christy sollte aus dem Team geworfen werden. Man kann nie zu viel Honig haben. Ich muss mich verstecken. Das wird ein Spaß. Seltsam. Der Coach wollte mich gar nicht sprechen. Annie hat mich reingelegt. Was soll's? Ich muss mich auf mein Training konzentrieren. Oh, was ist das für ein Summen? Wo kommen die Bienen her? Hilfe! Oh, sie folgen mir. Oh, ein neuer Auftritt? Das ist meine Schülerin. Lass mich in Ruhe. Ich bin nicht süß. Wow, unglaublich. Verschwindet. Puh, ich glaube, sie sind weg. Geniale Leistung. Bravo, Christy. Was? Echt? Lasst uns mit dem Training beginnen. Gut reicht nicht aus. Wir müssen die Besten sein. Christy fängt an. Denkt dran, arme Mädchen gewinnen nie. Aber Christy schafft alles. Sie hat so lange geübt. Du bekommst deine Eins, Christy. Jetzt bist du dran, Annie. Schaut so und lerne. Fang an. Das ist lächerlich. Ich bin viel besser. Aber ich bin zu weit gegangen. Oh nein. Du hast mich sehr enttäuscht. Du solltest mehr üben. Lies das von der ersten bis zur letzten Seite und lerne. Es gibt Legenden über dieses Buch. Wer es liest, wird die Königin der Spagate. Na schön, wenn es sein muss. Die arme Christy ist auch hier drin. Cool, oder? So ist das Buch viel schöner. Ich brauche Geld. Der Verkauf von Hotdogs ist eine geniale Geschäftsidee. Und das Geschäft von Christy läuft sehr gut. Stellt euch alle an. Erst das Geld, dann bekommt ihr das Essen. Alle in der Schule lieben Christys Hotdogs. Yay! So viel Geld. Christy ist so nervig. Ich krieg das viel besser hin als sie. Und ich habe einen genialen Plan. Ich sollte Christy reich machen. Dann wird sie sich endlich ändern. Ich beginne eine verdeckte Operation. Ich habe Hunger. Gib mir alle Hotdogs und behalt das Wechselgeld. Wow, das ist der großzügigste Kunde aller Zeiten. Das ist dein Vermögen. Sie gehören dir, bitte. Alles läuft nach Plan. Jetzt wird Christy reich und fies werden. Was ist denn hier los? Hotdogs? Die sind nicht gut für dich. Aber ich esse sie doch nicht. Ich sammle Geld für das Tierheim. Ich habe schon so viel eingenommen. Ich kann so viele Tiere retten. Wow, das ist aber großzügig von dir. Ich spende etwas. Cheerleader-Training kann gefährlich sein. Justin ist so nett. Er hat Christy geholfen, in die Umkleidekabine zu kommen. Oh, danke. Du bist echt süß. Christy wird heute Abend aber nicht allein sein. Nur ein Selfie, okay? Krieg ich ein Autogramm? Und ich schreibe etwas auf den Gips, okay? Alle mögen Christy. Aber Annie wird nicht aufgeben. Jetzt wird sie auch einen Gips tragen. Und alle Fans von Christy werden sie vergessen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was passiert ist. Ich habe einen komplizierten Stunt gemacht. Ich habe so große Schmerzen. Mein Bein.
Annie, wir unterstützen dich. Lächeln. Oh, endlich. Annie steht im Rampenlicht. Jetzt wird Christy aber nicht beachtet. Ich muss posieren. Goldene Krücken sind so stilvoll. Irgendwas stimmt hier nicht. Sicher, dass dein Bein verletzt ist? Hey, du hast uns reingelegt. Dein Bein ist gar nicht gebrochen. Hey. Beliebtheit ist so unberechenbar. Wo wollt ihr denn hin? Aber sie kann die Fans nicht mehr überzeugen. In Annies Privatleben läuft es super. Adam ist perfekt. Und jetzt haben sie ein romantisches Date. Bin gleich wieder da. Ich zieh mich schnell um. Hübsches Zimmer. Das passt zu Annie. Und hier ist ihre Mitbewohnerin. Hey. Hi Adam. Willst du ein paar Kekse? Gerne. Wahre Liebe kann unberechenbar sein. Diese Magie kann niemals rückgängig gemacht werden. Du bist zu weit gegangen. Das zahle ich dir heim. Coach Martin ist ein echter Profi. Er wird uns gleich einen verrückten Stunt zeigen. Habt ihr das gesehen? Das ist ganz einfach. Bereit? Es sieht schwierig aus. Aber wenn der Coach es will, wird Christy es tun. Annie, schau zu und lerne. Los, Coach, mach schon. Achtung, fertig, los. Fang mich auf, Christy. Ich hab's geschafft. Christy ist so begabt. Bravo. Jetzt bist du dran, Annie. Ob ich das schaffe? Und los. Ich lass das lieber sein. Ist alles in Ordnung? Hast du dich verletzt? Das war die schlechteste Unterstützung. Du steckst in Schwierigkeiten. Los! Wie lange wird die Bestrafung noch dauern? Ich gehe kein Risiko mehr ein. Wenn ich von allen geliebt werden will, muss ich Christy sein. Süße Träume. Du gehst nirgendwo hin. Ich nehme deine Klamotten. Ein paar Minuten später und die reiche Cheerleaderin verwandelt sich in eine arme Cheerleaderin. Ich hoffe, mein Plan geht auf. Ich muss nur mein Gesicht verstecken. Ich bin's. So fühlt es sich also an, wenn man beliebt ist. Das ist unglaublich. Wollt ihr ein paar Selfies mit mir machen? Ups, das ist gar nicht Christy. Wer interessiert sich schon für Annie? Selfies und Autogramme sind gestrichen. Ich hab's immerhin versucht. Das arme Outfit hat mich im Stich gelassen. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Seid ihr bereit, auf die Waage zu steigen? Klar, es fällt dir leicht, das zu sagen. Christy hat nie ein Gramm zu viel. Annie hat sich nicht so zusammengerissen. Stell dich auf die Waage, Christy. Das ist ein geniales Ergebnis. Aha. Christy ist in Form. Stell dich auf die Waage, Annie. Oh oh. Vielleicht ist die Waage kaputt? Ups, sieht so aus, als hätte die Waage versagt. Du isst zu viel Süßes. Das hätte sie lieber nicht tun sollen. Sie muss leider eine Diät machen. Und viel trainieren. Fang mit Kniebeugen an. Los geht's. Der Plan für heute ist, neue Moves zu lernen. Aber diese Bewegungen sind kompliziert. Macht mir nach. Es ist ganz einfach. Diese und diese Bewegung. Hier lang und hier lang. Okay? Na dann los. Diese Schüler kapieren es nicht. Stopp. So geht das nicht. Ich werde einen anderen Weg finden müssen. Macht sauber. Was? Wir sollen sauber machen? Klar, so ist es viel einfacher, neue Bewegungen zu lernen. Kommt schon, los! Hier lang, hier lang! Was für ein cooles Workout! Christy hat die Bewegungen doch noch gemeistert. Danke, Coach! Aber für Annie hat das Saubermachen nicht geklappt. Reiche Cheerleader sind es nicht gewohnt, sauber zu machen. Oh, das wollte ich nicht! Es reicht! In mein Büro, sofort! Warum ist der Coach so sauer? Coach, kann ich reinkommen? Was sag ich nur? Vielleicht wird der Coach mir verzeihen. Was ist schon dabei, wenn ich die Moves nicht gelernt habe? Ich werde so hart üben, wie ich kann. Ich versprech's. Nein, gib die Pompons zurück. Nicht die goldenen. Das ist grausam. Du bist raus. Annies schlimmster Albtraum wurde wahr. Jetzt ist sie keine Cheerleaderin mehr. Sie wird nie wieder auftreten. Und selbst Geld wird ihre Probleme nicht lösen. Wie konnte er Annie das nur antun? Ich brauch Wasser. Mir ist schlecht. Christy, hast du das gehört? Er hat meine Pompons weggenommen. Uns fällt schon was ein. Wir brauchen nur einen Plan. Ah, stimmt.
Wir fangen an zu trainieren. Aber erst brauchen wir ein paar neue Pompons. Papier wird reichen. Das wären schicke Papierpompons. Danke, Christi. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir alles schaffen. Sie sind fertig und sie sind so schön. Viel besser als die goldenen. Und jetzt kommt der schwierigste Teil, das Training. Du schaffst das. Was ist mit dem Spagat? Wenn man hart trainiert, wird man auch belohnt. Und der neue Move ist gar nicht so kompliziert. Man darf sich nur nicht ablenken lassen. Yay! Der Coach wird staunen. Es ist soweit. Sie sind auf der Bühne. Die Cheerleader. Annie und Christi. Und sie streiten sich nicht mehr. Sie arbeiten als Team. Ihr Training hat sich ausgezahlt. Habt ihr das gesehen? Ich habe sie trainiert. Christi und Annie haben so lange geübt. Es hat sich gelohnt. Es war eine unglaubliche Leistung. Sie haben eine perfekte Punktzahl verdient. Das sieht auch die Jury so. Und Annie bekommt ihre goldenen Pompons zurück. Sie dürfen nicht mehr im Schrank verstauben. Aber Annie ist inzwischen an Papier gewöhnt. Christi hat diesen Schatz verdient. Gemeinsam sind sie stärker.